Aber für mich der Aufreger des Tages, und da habe ich heute Morgen wirklich schon wieder die Halsschlagader schwillen sehen, das ist der Rettungsschirm. Jetzt hat man sich dann nun doch entschieden, in der Bundesregierung, in der Koalition, dass es wohl doch alternativlos ist, dass man den Rettungsschirm erweitert, dass die Haftungsgrenzen Deutschlands steigen. Wir reden jetzt davon, dass der EFSF und der ESM zusammenleben werden. Das heißt, der eine sollte ursprünglich den anderen ablösen. Davon hat man sich jetzt verabschiedet. Man lässt sie beide weiterlaufen. Das heißt, die Haftungsgrenzen für Deutschland steigen jetzt von 211 Milliarden auf roundabout 400 Milliarden an. Aber meine Damen und Herren, das ist natürlich alternativlos, und das konnte man auch nicht ahnen. Es ist etwa 5 Monate her. Es war im Oktober 2011. Als sich unser Finanzminister Schäuble mit Werbe vor die Kamera stellte und vor die Menschen stellte und sagte, ich zitiere, der europäische Rettungsschirm hat eine Obergrenze von 440 Milliarden Euro, auf Deutschland entfallen 211 Milliarden, und das war es, Schluss. Bis auf die Zinsen, die kämen noch oben drauf. 211 Milliarden, das war es, Schluss. Keine 5 Monate später, alles Makulatur, Lügen, Lügen, Lügen. Was sind's? 400 Milliarden plus X. Es kommen hier noch ein paar Dinge, die in die Rechnung nicht reingehören, wie die Targetforderung etc. mit obendrauf. Aber allein das schon eine knallharte Lüge. Brüderle, ebenfalls aus der Koalition, der FDP-Fraktionsvorsitzende, zur gleichen Zeit im Oktober. Es bleibt bei 211 Milliarden maximales Risiko. Diese Grenze ist unumstößlich. Wir sehen, wie unumstößlich die ist. Jetzt sind es 400 Milliarden. Es sind Lügen, es wird nur noch gemogelt, man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Und das ist es, was die Leute so stinkig macht, diese Unehrlichkeit. Und es war absehbar. Und diejenigen, die damals gesagt haben im Oktober, es wird nicht reichen, ihr werdet das erhöhen, denen wurde mit einer Arroganz begegnet, mit einer Frechheit begegnet. Das wäre Schwarzmalerei und das wäre Blödsinn, das wäre Unfug und was hieß es nicht alles. Wenn Sie da sehen, mit welcher Arroganz diese Leute auftreten und sich hinstellen und alle Kritiker wegwischen, um dann wenige Monate später ihre eigenen Worte mit Lügen zu füllen, also das ist schon beeindruckend. Und dann muss man sich nicht mehr wundern, dass Piraten 7,5% kriegen. Vielleicht muss man sich wundern, dass es nur 7,5% sind. Wer das noch wählt, wer solche Lügen noch wählt, das kann man wirklich kaum noch nachvollziehen. Also da kann man sich, ich glaube, zu Recht aufregen. Die 190 Milliarden des EFSF, die werden um die 211 Milliarden des ESM ergänzt in der Haftungssumme. Und wie redet sich der Sprecher des Finanzministeriums raus? Ja, es sind zwei verschiedene Inhalte, es sind zwei verschiedene Haftungsbereiche. Wir haben nie die Unwahrheit gesagt, wir haben das nie anders behauptet. Das sind jetzt zwei völlig verschiedene Dinge, die haben ja nichts miteinander zu tun. Ja, Freunde, für wie blöd haltet ihr die Leute eigentlich? Also es ist wirklich kaum nachvollziehbar.